Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Mahmoud hat das Loch gestopft. Alhamdulillah. Na, das hat Jacobi und Sahara, ich glaube Sahara zuerst, ausgehöhlt. Jetzt haben wir hier unten drunter, dann sind wir, ist da jemand draufgestiegen, besser gesagt der Mahmoud, und hat das ganze Ding runter. Jetzt hat er unten drunter alles voll Zement gemacht hier. Na, ihr kriegt auch gleich neues Futter. Hier ist, upsala. Was ist jetzt los? Hä? Kann ich das nicht aufmachen? Hier hat Mahmoud auch gemacht. Upsala. So. Na? Und hier. Und hier. Zementiert. Jetzt gucken wir mal, hat er das auch gemacht? Weil ich möchte doch die Welt. Ah ja, hat er gemacht. Ja, super. Weil ich hab mir wieder noch gelegt, gell? Ich habe wieder geschlafen. Und dann hat Mahmoud angefangen, um 10 oder so. Da war ich im Bettle. Mal, mal kurz gucken. Oh, habt ihr schon alles weggefuttert? Edi, edi, edi. So, ist hier alles dicht? Ja. Jetzt kann hier kein Welli mehr weg. Gut gemacht. Obwohl, hier, guck mal. Kann da einer durch? Nee, nee. Man muss es ganz genau beobachten, weil das wäre sehr schade, na, wenn irgendwas undicht wäre. Von da oben. Die sitzen immer hier. Das heißt, die wollen bald brüten, oder? Ich habe schon gesehen, dass ihr zwei da immer rummacht. Aha, aha, aha. Bis jetzt. Huiui, hat er hier auch was gemacht. Oh, genau, hier waren auch Löcher. Guck. Der hat hier auch gearbeitet. Super Sache. Ja, Mahmoud ist happy, wenn ich sage, mach das, dass ich die Tiere raustun kann, weil das ist für ihn nichts schlimmer als Tiere im Haus. Ja, ja, da kann niemand durch. Oh, hier vielleicht. Warte mal. Wir müssen gucken, weil dann ist natürlich schade, wenn die rausgehen, raus können. Nee, hier geht nichts. Ist alles dicht. Oh, vielleicht von da oben? Nee, da sind sie zu dick. Hm. Guck mal, die Kleinen, wie die da schreien. Mäh, mäh, mäh. So goldig. Upsala. Muss ich erstmal wieder runterspringen, ohne mir was zu brechen. Na, seid ihr noch am Eier legen? Gibt's noch Eier? Ja, da liegt eins. Ja. Hallöchen, ihr fresst aber was. Ihr müsst auch mal die Sachen vom Boden. Genau, sucht da mal rum, schaut ein bissle. Da hinten sind wieder. Ja, die hat gerade gerufen. Chip, 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 chip. Goldig, gell? Ja. Ja, wenn dann hier die Wellensittiche Babys machen, die Nymphensittiche. Ja, die können ja zusammen. Dann die Diamanttäubchen. Fertig. Ja. Gell? Ich überlege vielleicht noch, weiß ich nicht, was sagt ihr, soll ich noch ein Pärchen Kanarien holen? Aber die sind zu klein dann. Weiß nicht. Vielleicht doch nicht. Das langt. So. Ja. Jetztle. Guck mal, was wollte ich jetzt gucken? Hat er noch irgendwas gearbeitet? Mal gucken, ob irgendwas noch ist. Nee, und du hast zuguckt, was der treibt, der Kerle. Ja. Ah ja. Super. Ich gehe mal zu meinen Mäusen. Die fressen auch. Hallo Mausi. Hallöchen. Ja. Mausi ist gut. Das ist. Also, nee. Kann man mal hier davor stellen. So. Die Teller trinkt. Oh, hat er gut gemacht. Alhamdulillah. Weil wenn wir das nicht machen, dann geht es immer mehr auf und dann geht alles kaputt. Genau wie hier, ne? Oder da. Das wäre ja schade, unser schöner Laufsteg. Ja. Muss man hier ein bisschen. Hasenfutter.
So, Delle. Jetzt gehen wir mal zu den neuen. So, lass mich mal durch. Du, 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 du. Die sind wie kleine Hunde, gell? Die sind jetzt fast alle zahm. Hallo, guck mal, ich komme mit Futter. Na? Das ist die Foxy. Hier ist der Fixi. Der Fix, ja, kommst du schon? Mein Hündchen. Die Mini, die Maxi und, nee, die Maxi an der Wand und das ist die Queenie. Queen Elizabeth. Ja, darf ich reinkommen? Guck mal, an einem Tag sind die schon zahm. Du, sah Wahnsinn. Nein, 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 nicht rausgehen. Nicht raus, nicht raus. Kommt, 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 kommt. Das gibt's doch nicht. Gestern gekommen, gestern Nacht, noch nicht mal einen Tag bei uns. Schon kommen die zu mir. Ist das nicht schön? Vor allem, die haben ja schon Futter bekommen. Die sind total süß. Oh, ich setze mich mal hin. Na, lecker, lecker. Guck mal. Ja, willst du auch? Na, hier, Fixi. Na, Queen. Oh, bist du süß, deine Öhrchen. Oh, sind die süß. Guck mal hier. Niam, 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 niam. Die separieren wir jetzt. Gell, die bleiben hier schön, nicht mit den anderen mischen. Nein, die Dankbaren mit den Undankbaren trennen. Ja. Guck mal so. Jo, komm. Komm, Fix. Ja, Vivi, du bist so süß. Und der Riesenohr. Du hast ein Riesenohr. Ja, das sind Großsilber, die da. Und das ist ein Großsilber gescheckt. Also eine Mischung. Ja, die sind hier ein bisschen rum und umgemischt, aber ist ja egal. Okay, guck mal, die hat sogar eine weiße Pfote. Jalla. Na, der Riesen, Mr. Riesenohr. Der Fixi. Guck, die zwei sind die zahmsten. Süße Mäuse. Und du, ja. Riesenohr. Ja. Komm. Wollt ihr zu mir? Kommt. Komm mal her. Das ist mein Schoßi. So, genau. Einmal. Komm, Mäuschen. Komm, 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 komm. Ups. Habibti. Malisch, malisch. Guck, so seid ihr auf dem Schoß. Mag Schnettralas. Und du? Guck mal. Tolle Ohren hat der, ne? Der ist hier leicht gelblich, so Feldhase-mäßig, ne? Der hat auch grau in sich, wildgrau. Ja, eine besondere Farbe. Guck mal, ist die süß, die Queenie. Ja. Die Hoppelbande. Und da hinten ist die Mini. Der war die ganze Nacht ausgesperrt, gell, weil er nicht gekommen ist. Was weiß ich, was du getrieben hast. Warst die ganze Nacht auf Weiberjagd. Du bist doch kastriert. Hast du es denn gesagt? Hey, dann ist das eine Speckschwarte. Guck mal. Eieiei. Hast du noch Flöhe? Warte mal. Du kriegst von diesen Straßenweibern nämlich Flöhe und wir kaufen dann die teuren Mittel. Nee, ich glaube, es ist vorbei. Mein Mittel hat gewirkt und die schwarzen Punkte sind Staub und Dreck. Ja, sonst hätten wir ja doch schon was gesehen, oder? Gucken wir mal. Malisch, ich muss die doch untersuchen. Halas. Hier hat er nämlich, warte mal, ja, da habe ich ihm seine Ohren gemacht und dann ist hier bisschen abgegangen. Deswegen hast du jetzt immer so ein volleres Gesicht, gell? Malisch, hier ist auch. Hier haben wir immer rausgezogen, gell? Hast du hier Flöhe? Warte, warte, warte. Nee. Essensreste. Habibi, Habibi. Hey, was macht ihr da? Ihr habt doch euer Wasser. Na gut, Hilfe. Also nichts machen, es muss jetzt alles trocknen. Dann gehe ich wieder rein. Arbeite im Haushalt weiter. Gell? Heia, 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 heia. Schönes Wetter heute. Alhamdulillah. Ah, ich würde sagen, 25 Grad haben wir. Definitiv. Ja.
Ja, ich habe ganz viel Stroh gebracht. Ja, Stroh, Zuckerrohr, Zeug. Und wer die Kuh nicht mehr frisst, unter der Kuh, sauber, ne? Die frisst ja nur meistens die dicken Halme und ein bisschen von dem Stroh. Na, den Rest bringen wir immer. Ja, wenn eine Zuckerrohrzeit ist, gibt es das halt nur, ne? Sonst nicht. Ja, Havivi. Na, Maxi, da guckst du. Boah. Super. Queenie. Ja, die müssen das jetzt erstmal durchkommen und gucken, was ist hier. Die hatten Angst. Das ist Foxy. Fixie. Die Mini da hinten. Ja, und du? Wie ist Maxi? Ja. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja, weil sie keine Wärmelampe haben, habe ich gedacht, kann man doch ein bisschen bringen. Ja, ist trotzdem nicht mehr kalt, aber ist besser als auf dem Betonboden. Gell, im Sommer machen wir das nicht. Ah, nein. Ist das goldig. Ich finde diese Grauen, bin ich ganz verliebt in die Grauen. Vor allem diese langen Ohren. So lange Ohren haben meine, glaube ich, gar nicht, oder? Bin ich jetzt... Der ist extrem lang. Für das Alter. Das heißt dann, dass sie größer werden, oder? Keine Ahnung. Super Sach. Er ist ein guter Züchter. Also, nach Sohar kann man immer fahren zu dem Züchter. Echt gut. Dann frisches Blut reingekommen, wegen Inzucht ganz gut, gell? Dass wir nicht immer hin und her züchten. Ja. Hallo, Mini. Mini Maus. Ja, du bist noch scheu. Noch eine ganz scheue. Ja, ich vermisse, die waren so schön. Orca und Pingu, gell? Was heißt, ich vermisse die? Ich finde es halt schade, dass die... Der Bambi. Naja, gut, kann er ja nichts dafür. Er wurde von seinem Trieb gezwungen. Naja. Masha'Allah, endlich ein Hasenleben, gell, ein Kaninchenleben. Und das ist noch nicht alles, wenn die wüssten, dass sie draußen Luftsprünge machen können im Sommer. Ne? Mega. Richtig toll. Ja. Die Mini-Männchen macht sie. Ach, sind die süß. Ich könnte sie fressen, so goldig. Besonders die Queenie hier. Toll. Eine Graugescheckte. Das ist was ganz Seltenes. Subhanallah. Mit einer Blume. Das finde ich so schön, wenn mein Mann im Stall arbeitet. So motivierend. Oha. Sehr gut. Ja. Wachta, wachta, bit by bit. Ha. Und ich habe mir mein Fixie auf dem Schoß, gell? Den habe ich raus zum Kuscheln. Gell? Ja. Guck mal, wo du bist. Na ja. Hm? Mein Rammler. Oh, krieg ich Kuchen? Richtigen Kuchen und Sandkuchen. Halt, stopp! Der will wegrennen, der hat Angst. Oh, das hat die Schwägerin für ihren Bräutigam gemacht, den darf ich essen. Oh, das ist der gleiche Kuchen, den sie schon mal gemacht hat. Scheint ihm geschmeckt zu haben, der hat sich's wieder gewünscht. Du Ziege, das ist meine. Ey, oh, süß! Mit Eselkot als Ohr. Das sieht aus wie ein Schwein. Sehr Sirdi. Nein, es ist ein Bär. Ein Bär, sehr schön. Okay. Wir tauschen mal kurz. Du kriegst den Hase und ich nehme den Teller. Also der Prinz, den haben wir jetzt gesehen, der liebt Kuchen. Der hat noch nie gebettelt. Aber bei Kuchen, da ist er auf meinen Schoß gesprungen. Gell, guck mal, Kuchen will er. Oha, dann ist er mit Kuchen groß geworden. Hä? Das schmeckt dir. How come?
Dann hat dich dein Besitzer geliebt, hat dir Kuchen gegeben, der große Kater. Guck mal. Oh, du armes Mäuschen. I don't know. Hm? What you say? What you tell him, he was bickery. Kommst du? Du kommst von der Bäckerei? Konditorei. Aho. Nee. Sehr gut, Mahmoud. Where is the yalla. Wir suchen den Shakush. Ja, wir suchen immer die Tools, die Werkzeuge. Ah, der Sohn verschlammte immer. Guck mal, der guckt, gibt's noch Kuchen? Hanoi. Fertig. Hanoi. Manu. Großen Kater. Oh, der Kuchen war lecker. Guck mal hier, der Knäuel von Ziegen. Ja, jetzt wird's frisch hier, gell? Ja. So. Ihr Mäuse. Zeig mal. Ja, du hast ein dickes Bäuchlein. Guti, dich muss man immer angucken. Und du, die Teller und die Bella. Oh, nee, die Bella ist weg. Das ist da. Hey, du, guck mich mal an. Alles okay mit euch, ihr Süßen? Ihr seid so süße Köpfe, sind es, ne? Komm, geht ins Bett. Ich tue euch jetzt rein. Komm, Teller. Der Dino muss auch. Bella. Die Bella ist die krasseste von allen. Hey, Krasnitschi. Komm. So. Geht rein, hier ist schön warm. Du auch, Dino. Komm, Habibi. Oi, oi, oi. Komm. Jalla, Bella. Komm, machen wir hier zu. Hey, was machst denn du da? Komm da raus. Wow, was machst du hier? Hier schlafen keine Enten mehr. Das ist der Häcklersohn. Geh raus. Keine Enten. Schön Ei gelegt. Nee. You speak with me? Aua. Jetzt haben wir einen Schieber geholt. Tell the Balik air. Masamir, ah. Mensch, den machen wir zumachen. Ja, la kulu husch. Du auch. Marie, wo ist denn die? Komm, Marie, geh rein. Husch, Bella. Bella Teller, alle drin. So, machen wir zu. Wir müssen uns nämlich jetzt, kommt Maghreb, müssen uns vorbereiten. Gute Nacht. Gute Nacht, so. Die Mädels hängen Wäsche auf. Super. Mäuse. Coco Habibti. Mahmoud, you make this so good. Little bit, yalla. For the Hawa. Who said that? Emma said this. This Taka? The Taka, ah. In Germany, Taka. Without I know that you mean this, I say it. Taka. I never hear this word. What is the name? Musaddas. Musaddas has Taka. Can you... This is still... You forget? The German perfection. Aywa. Kulu tamam now? Mashallah, Habibi. Oh, we have Tani? Aho. The next... will be cooked soon. Aywa. Bukra. Liya, khalli ashan al-hawa. La. Summer jay. La, we will. Was machst du da jetzt? Was ist das? Der guckt, ob da noch ein paar Brösel sind vom Kuchen. Da gibt's nichts mehr. Mahmoud, can you not bring this to the man to clean the segede? No. I want to clean it. For what? Mahmoud, Entschuldigung. It me. Will stink in next year. La, cartoon on it. La, I want that you bring it. Anyway, we have to wash it after this because it will be full dust. Just keep it in anywhere and next year. This not stinky then. I don't need this. I make it for you with the vibe. I need hot la with this. Shh. Mahmoud, this is, please, believe me, it needs this. With a normal pipe, it's not working. Why, you don't want to touch it, or what is your problem?
Maschi, I bring it. Der will es nicht anfassen, deswegen. Das mache ich dann, don't worry. Look, I bring more afsch for the Arnab. Aranib. So. Just what I need from you, still, till, Lissy, to, this is out, that you make another musmar here. Because it's coming out. Weil etwas ist repariert, das andere ist wieder kaputt. Ja. And they fix for you the stones that you don't still hang down. The stones, ah ja, der hat. Yes, but you make, we have from. Yeah. What is? Finish? Khalas. Uh-huh. So schnell. Fünf Mädels in einer Sekunde aufgehängt. Habt das? Aua, jetzt eine Zunge bissen. What is the problem? Na gut, gut, super. Very, this I need. I look. I cannot close it well. You must put one musmar, Bas. Mashi. So, and another question is, what we will do? About. Kann die jetzt wieder gut? I want to think now what we will do with this. Sit, Habibi. I sit with you. Alas. Ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das sind die B-Vitamin 12 Spritzen. Da mache ich jetzt eine Kur, alle 3 Tage eine. Na, B-Vitamin 12 Komplex. Ist für Alte gut, gell? Ja. Warte mal. Ist Arabisch. Da könnt ihr lesen, was steht da drauf. Ist so klein, kann nicht mal lesen. Die Alte können auch nicht gut lesen, gell? Ohne Brill. Ja, auf jeden Fall will Mahmoud, der kennt sich aus, sein Vater hat die auch immer genommen, regelmäßig. Also er sagt, ich soll 3 solche Packungen fertig machen. 2 oder 3, weiß gar nicht. Ich glaube 3. Das sind 8 Ampullen, alle 3 Tage eine. Und dann ist der Körper aufgefüllt. Richtig gut. Es geht auch wegen, ich habe ja auch Knochenschmerzen, vielleicht ist das Rheuma. Ich muss immer übertreiben, gell. Nur ich mal ein bisschen 45, hat man schon Rheuma und Arthrose in meinem Kopf. Na, wenn Knochen wehtun, hast alles. Ja, anyway. Ja, ich gehe jetzt zur Schwägerin, die kann das, ne? Die gibt mir es gleich. Und gut ist. Und Mausi lernt das, die guckt immer zu, wie sie es gibt. Dann kann die Mausi mir später ausspritzen geben, wenn ich noch älter bin als Uraltmutter, gell? Hier ist unsere Schale mit den Eiern, guckt. Mit Frisur. Ja, seht ihr, da hat einer was aufgepickt. Oder ist jemand drüber getrampelt, ein Ei kaputt gegangen? Ja. Gut, Leute, dann gehe ich mal los. Und gell, für die Hypochonder habe ich die Kindernadel, die Babynadel, dass man nicht so weh tut. Ich habe feine Haut. Mahmoud kauft es immer für mich. Leute, die Amina ist gerade mitgegangen, habe ich zu meiner Schwägerin gesagt, lass doch meine Tochter mal eine Spritze geben, die kann das bestimmt auch. Ich werde ja nicht sterben, wenn was falsch ist. Nee, die muss noch größer werden. Sag ich, nee, ich will, dass sie alles schnell lernt. Ne, nicht schnell, aber dass sie alles lernt, was geht. Alles mitnimmt, was möglich ist. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, nee, sag ich, doch. Ich bin das Versuchskaninchen. Und dann hat sie mich wirklich eine Spritze gegeben. Ich habe mich an der Schwägerin festgehalten und habe wirklich auf die Zunge gebissen, dass ich nicht schrei, weil erste Spritze und dann schreit die rum. Dann kriegt die eine Phobie, Spritzen zu geben. Und das war gar, es hat schon wehgetan, aber nicht arg. Voll süß, meine Tochter hat mir die erste Spritze in Po gegeben. So muss ich dann meinem Mann sagen. Mahmoud! Eda, ja, Mahmoud! I have something for you to tell. Your sister say, we should not tell this anybody. But I will tell you, you are not anybody. You know who give me the hogan? Mean. Not your sister. Mean, my mother? Not your mother. Who? Amina! Mm-hmm. So? I say, make it. You must learn it. Should learn it. And I'm the lap Arnab. And she give it to her. No, she must become big. I say, what can happen? Nothing. Yalla, let her do. She must learn everything. And she did it. And she is full happy. I bite my tongue. That is not true because she get afraid when I'm... Was strong? Not a little bit, but not strong. Super. So this means with Shwaya, she learn also to give in the bobo. What's that? Super. Not bad. Ja, ist immer gut, was zu lernen. Immer. Ja, and the bus was full stressed. We bring him
the people from far away to give the home. In Germany, you don't have such things. You must go to Dr. Bass. And when the doctor is closed, you must go to hospital. In Deutschland kannst du zu irgendjemand gehen. Gib mir mal eine Spritz da, gell? Come here. I tell it already. Dr. Amina. Doktora. Ja, wie hat, war gut? Ja, ich hatte Angst. Sie hat, wie machst du die? Was? Mach! Wenn du Angst hast, habe ich auch Angst. Und dann hast du es gemacht. Das war eigentlich ganz leicht. Das ist voll easy, sag ja. Das ist wie den Hasenspritzen geben. Sie hat auch gesagt, man kann so drücken und dann hier so neben dem Finger. Ich habe so gehalten. Genau, ich wollte, du drückst so, damit, wenn du drückst, habe ich weniger Schmerzen, verstehst? Ja. Alhamdulillah, Habibti. Alles gut. What's wrong here? Ra-ra. What you're doing? We are playing. You are playing. What you play so loud? Horse. Aywa, Habibi, horse. What? You speak English or German? Oh. Oh. Mas se so. Oh. Emel kedi. Oh. Zapped on you, Hambi. Eke ama kedi. Oh. Oh. Oh, wow. Doktora Amina. Oh, wow. Ja, da muss man mal aufräumen hier, der Kerle. Guck mal, das an, das schreibt sich und alles. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist eine Fata Morgana, das kennt niemand. Das ist nicht richtig hier. Ja, 5% haben wir nur noch. Ja, ich gehe jetzt essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Die Schwiegermutter hat doch so gut gekocht. Ich habe auch wieder Hunger. Hast du schon wieder Hunger? Hast du Mittag gut gegessen? Na gut. Dann. Und dann tue ich die Koko duschen. Sag einmal, die Amel duscheni. Ah, Biro, Bokula Haga, Hena, ah, Usharik, deine Haare mit Morgenmantel mache ich, dann die Haare mache ich schön. Aiwa. Hm? Für er? Magst du? Sie mag. Gulli. Schichtern. Chalas, chalas. Ja, Leute, ohne Blitz, aber ist auch gut, ne? Zucchini mit Tomatensauce, bisschen dunkel da und ein Stück Rindfleisch, ein Hühnerstrempel und Reis. Bismillahirrahmanirrahim. Nein, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sagt man nicht beim Essen. Nur Bismillah. Sorry, schon wieder falsch. Habibti Koko hat schön gebadet. Wenn die Haare so weich sind, sagen sie immer, nein, die schlafen dann die Haare. Na, wenn sie so... Die ist ganz happy. Und Heya Rairana. Die ist eifersüchtig. Teni Mara Eddie Öster haben wir Henny. Masche. Ja, die essen heute hier. Das ist Left mit Bangar, mit rote Beete. Ne? Abu, die isst Zwiebel, sie Tomaten und sie isst Machellel auch. Ja, und unsere Wachteleier hat er sich gewünscht, der Abu. Die lieben die Wachteleiern. Und Abu, der Jonas ist heute bei Rushdie. Die Mutter hat Geburtstag und die hat eine Torte gebacken. Ja. Für sich selbst getraut. Wie traurig. Nee, für die Familie. Ja. Wie traurig. Naja. Okay, meine Lieben, das war's im Video. Die Mutter, weißt du, wo die Mutter hingegangen ist? Weißt du's? Weil der Papa ist auch nicht da und ich glaube, die wollen heute einen Streit schlichten. Weil, könnt ihr euch noch erinnern an die Schlägerin, die ihren Mann verteidigt hat, die praktisch verschlagen wurde, ihr Mann und sie, von dem Malermeister, der unser Haus gemahlen hat, aber nicht der hier gemahlen hat. Ganz am Anfang, den habt ihr nicht gesehen. Das war nicht der, der hier gearbeitet hat. Wer ist gestorben? Der Maler. Welcher Maler? Nee, der lebt doch. Habibti, sag doch sowas, das ist der Ahmed. Wer? Ach, egal, ich weiß. Nee, kein Maler ist gestorben. Wo denn? Wann denn? Das ist ein Maler in der Schule. Er hat irgendwas gemalt und ist er umgekehrt. Nicht der. Der Ahmed, der bei uns hier, das gerade vor einem Jahr oder zwei Jahren war das. Zwei Jahre haben sie doch hier gemahlen. Ja, der wohnt doch hier ums Eck. Von dem rede ich nicht, ne? Nicht, dass ihr denkt. Das ist ein anderer Maler, der gemahlen hat beim Einzug, wo wir hier eingezogen sind, ne? Die Grundsachen. Ja, haben wir ja nochmal drüber gemalt. Auf jeden Fall hat der doch die angegriffen, die haben doch gestritten um Grundstücke und jetzt hat der große Sohn von der Schlägerin dem seine Wassermaschine in Brand gesetzt, sein Weizenfeld unter Wasser gesetzt, genau, und irgendeine Mauer noch zerstört.
Und jetzt kommen die Leute und sagen, wir müssen den Streit schlichten. Und wenn sie alle Geld sammeln, damit der Typ da endlich seine Klappe hält und das Geld bekommt, was er gerne hätte, weil sonst gibt's noch Tote. Na, und deswegen nicht, dass einer kommt und da, wenn nämlich der eine fängt an und erschießt, dann kommt der andere. Also das ist einfach krass. Und der große Sohn ist jetzt auch noch auf die schiefe Bahn geraten von der Schlägerin. Den sehe ich ja kaum noch. Das hat mein Mann mir heute erzählt, ja. Der treibt sich nur mit so, der tut tagsüber schlafen und geht nachts raus, treibt sich nur mit solchen Typen rum, die kiffen und so. Ja, ist natürlich nicht gerade gut. Ja. Naja. Eher die. Wir nehmen die. Ah, die Gazar, Habibti. Mumkin Gazar. Karotte. Naja, also wie gesagt, die wollen jetzt den Streit schlichten. Da kommt gerade der Onkel von der Schlägerin, die hört immer auf den. Und dann wollen sie jetzt den Streit schlichten. Ich denke, dort sind sie jetzt gerade. Ja, und ich habe die Kinder. Okay, bis die Tage, Marcelo. Bye, bye. Bye, bye. Bye.